Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich wollte ja eigentlich eine rechtspolitische Rede halten und mich im Wesentlichen nur an den Rechtsvorschriften bewegen. Nachdem aber die Kollegen Ströbele und Petzold einiges gesagt haben, was nicht richtig ist, kann es so nicht stehen bleiben. Kollege Ströbele hat eingeleitet mit den Worten, wenn der § 103 des Strafgesetzbuchs abgeschafft wird, ist das Strafverfahren gegen Böhmermann beendet. Meine Damen und Herren, das ist rechtlich falsch. Erdogan hat einen Strafantrag gestellt nach § 185 des Strafgesetzbuchs. Alleine deshalb wird ein Strafverfahren durchgeführt. § 103 des Strafgesetzbuchs betrifft eine Spezialvorschrift, die führt zu einer Strafverschärfung. Aber das ist Unwahrheit, wenn man sagt, das Verfahren wäre beendet. Nein, es wird ein Verfahren durchgeführt. Und zwar von der Justiz. Ja, von wem sonst? Ja, meine Damen und Herren, und eins ist doch klar, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ein hohes Gut. Satire, ganz klar, ist zulässig. Aber, Herr Petzold, zu behaupten, dass, wenn § 103 des Strafgesetzbuchs bestehen bleibt, man dann in seiner Meinungsfreiheit, in der Pressefreiheit beeinträchtigt ist, ist nicht richtig. Ich stelle immer wieder fest, insbesondere bei Bevölkerung, aber auch bei Medien, aber auch teilweise bei Kollegen, das, was Böhmermann gesagt hat in seinem angeblichen Schmähgedicht, ist nicht allgemein bekannt. Da werden einige Fetzen rausgerissen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich lese Ihnen das mal vor, damit man weiß, was ist denn hier überhaupt gesagt worden. Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner. Selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt Schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, der Mann ist schwul, pervers, verlaust und zoophil, Rezept Fritzel Priklopil, sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Meine Damen und Herren, da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken. Hier werden Ressentiments bedient. Hier wird eine Person in ihrer Ehre ganz klar angesprochen. Die Justiz hat zu entscheiden, ob diese Ausdrucksweise in dieser Form noch gedeckt ist von der Meinungs- und Pressefreiheit, und zwar unabhängig von dem § 103 des Strafgesetzbuchs. Aber lassen Sie das mal in Gänze auf sich wirken. Ohne Ansehen der Person versetzen Sie sich in Erdogan und überlegen, wie Sie dazu stehen würden. So, und jetzt kommen wir zur Rechtsdogmatik. Richtig ist, dass der § 103 eine Spezialvorschrift im Verhältnis zu den allgemeinen Beleidigungsvorschriften nach § 185 fortfolgende vorsieht. Voraussetzung ist die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Der Kollege Ulrich hat das auch vorgetragen, eines ausländischen Regierungsmitglieds, das sich in Deutschland aufhält, oder des Leiters einer diplomatischen Vertretung, also insbesondere eines Botschafters. Die Tathandlung muss in der Tat den allgemeinen Beleidigungsvorschriften entsprechen, zunächst einmal, also allgemeine Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung. Und das lässt dann zunächst mal den Schluss nahe, aha, es handelt sich um ein typisches, spezielles Beleidigungsdelikt. Und die Würde des Menschen ist gleich, die Ehre ist gleich, das ist das Argument von den Grünen und den Linken, deshalb dürfe hier keine Ungleichbehandlung erfolgen. Meine Damen und Herren, die Strafverfolgung findet nur statt, wenn die Bundesrepublik Deutschland zu dem entsprechenden Staat, dessen Staatsbürger, Staatspräsident beleidigt ist, diplomatische Beziehungen unterhält. Die Wechselseitigkeit muss verbürgt sein zum Zeitpunkt der Tatbegehung und zum Zeitpunkt der Prozessführung.
Es muss ein Strafverlangen vorliegen, und dieses zusätzliche Strafverlangen der türkischen Regierung über die Botschaft neben dem Strafantrag von Erdogan ist auch erfolgt, und die Bundesregierung, das heißt in dem Falle insbesondere der Außenminister, auch wenn die Kanzlerin das erklärt hat, muss eine Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt haben. Jetzt ist richtig, dass die Vorschrift auf historische Annalen zurückgeht. Preußisches Allgemeines Landrecht 1794. Etliche Länder des Deutschen Bundes haben die Vorschrift dann übernommen. Die wurde auch ins Reichsstrafgesetzbuch aufgenommen. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde sie zunächst mal gestrichen. Warum? Weil Deutschland keine außenpolitischen Beziehungen unterhalten durfte, durfte keine Außenpolitik mehr machen. Und deshalb war der Zweck der Vorschrift, nämlich der Schutz außenpolitischer Beziehungen, entfallen. Und insoweit ist die Rechtsvorschrift 1953 erst eingeführt worden, in etwas veränderter, modifizierter Form. Es ist also keine Vorschrift, die in dieser Form seit etlichen hundert Jahren irgendwo gestanden hätte. Und wörtlich heißt es in der Begründung auch, der Kollege Ulrich hat das ja auch schon allgemein ausgeführt, aber wörtlich heißt es hier, solche Handlungen können geeignet sein, das friedliche Zusammenleben Deutschlands mit anderen Völkern zu beeinträchtigen und sind daher im Interesse der Völkergemeinschaft unter Strafe zu stellen. Die besondere Strafwürdigkeit der Tat ergibt sich daraus, dass sich in dem Angegriffenen die ausländische Staatshoheit verkörpert. Es handelt sich um den Schutz der zwischenstaatlichen Beziehungen und nicht um den besonderen Schutz der Ehre einer Einzelperson. So schon der Gesetzgeber in der Begründung aus dem Jahr 1953. Es ist somit erkennbar falsch, wenn man sich hier auf den Gleichheitsgrundsatz bezieht. Schutzvorschrift sind die internationalen Beziehungen. Deshalb muss man wohl überlegen, wenn man an dieser Vorschrift Änderungen vornimmt. Sie steht in einem System des internationalen Schutzes, des Schutzes der internationalen Rechtsbeziehungen im Strafgesetzbuch. Und die Kanzlerin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man hier genau hingucken muss, ehe man Änderungen vollzieht. Auch bei den Vorschriften Verunglimpfung des Bundespräsidenten oder üble Nachrede und Verleumdung von Personen, die im politischen Leben stehen. Auch diese Vorschriften verfolgen letztlich nicht den Ehrschutz, sondern die eine Vorschrift verfolgt den Schutz des Amtes des Bundespräsidenten. Und Personen, die in der Öffentlichkeit politische Tätigkeit ausüben, sind geschützt vor öffentlich ausgesprochenen, üblen Nachreden oder Verleumdung, also Tatsachenbehauptungen, die sich auf das Amt beziehen und die Gefahr laufen, dass derjenige in seiner Amtsführung beeinträchtigt wird. Und was ist daran falsch? Jemanden, der eine Straftat begeht, nämlich ganz klar eine üble Nachrede oder Verleumdung, und dann auch noch die Existenz, die politische Existenz jemanden, der ein Amt ausübt, hier gefährdet, wenn man den einer gewissen Strafverschärfung unterstellt. Deshalb muss man hier auch ganz genau hingucken. Der letzte Punkt, der Antrag der Grünen, ist ja schwierig, weil er besteht nur aus drei Sätzen. Da ist bei den Linken schon mehr Differenzierung vorhanden. Bei dem Streichen der Verfolgungsermächtigung muss man unterscheiden. Das ist gesagt worden. Einerseits ist das anzulehnen an das Antragsdelikt. Ich glaube, Kollege Ulrich hat das auch gesagt. Ja, wenn eine Körperschaft zum Beispiel beleidigt wird, muss die Körperschaft zustimmen. Wenn der Bundespräsident verunglimpft wird, muss er zustimmen. Das ist quasi wie beim Antragsdelikt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Verfolgungsermächtigungen. Und zwar ist das im Bereich der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ich komme dann noch gleich zum Ende. Zeit ist relativ abgelaufen. Die Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und der Terrorismusfinanzierung. Bei diesen Straftaten, nämlich in den Fällen, in denen zumindest ein Teil der Tatbegehung außerhalb der Europäischen Union stattgefunden hat, soll der außenpolitisch sinnvoll erachteten Handhabung dieser Rechtsvorschrift Rechnung getragen werden. Das ist der Grund, warum hier letztlich der Justizminister die Ermächtigung erteilen muss. Auch bei dieser Vorschrift macht es letztlich Sinn, diese in dieser Form oder zumindest in ähnlicher Form beizubehalten. Was Sie heute vorgelegt haben, ist ein Schnellschuss.
Diese Vorschriften in der Systematik des Gesetzes und bei der Wichtigkeit des Themas dürfen nicht einzelfallbezogen angegangen werden, ohne Ansehen der Person. Herr Kollege, es wäre schön, wenn Sie Ihren Worten Taten folgen lassen. Und jetzt kommt meine Tat. Wir müssen zum Schluss kommen. Deshalb heute keine Änderung, drüber nachdenken, beraten, Sachverständigenanhörung und dann sehen wir weiter. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Renate Künast von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und speziell Herr Seid.